Im Volksmund wird das Zellstofftaschentuch Tempo genannt, der Kochfeldabzug Bora und die Kochendwasserarmatur in der Küche Cooker. Und in diesem Video vergleichen wir den Cooker mit der Blanco Choice All. Und dabei wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und in der einen oder anderen guten Küche wird zunehmend immer mehr ein System verbaut, was euch unter anderem schon bekannt ist unter dem Namen Cooker. Der Cooker ist eine Kochendwasserarmatur, die je nach Bedarf mit einer Kühlung und Sprudel ergänzt werden kann und ja, hat den Markt gebildet, revolutioniert. Und mittlerweile gibt es aber verschiedene Systeme, die parallel von anderen Marken entstanden sind. In diesem Video schauen wir uns den Cooker an, das Original. Und von Blanco das Choice All System, was Kochendwasser und gekühltes, sprudeltes, gefiltertes Wasser in einem vereint. Beide sind identisch ausgestattet, somit auch hier ein sinnvoller Vergleich. Auf dem Markt gibt es aber noch inzwischen viel mehr. Der eine oder andere von euch hat es zu Hause oder kennt es. Von Krohe gibt es das Krohe Home, das Krohe Home Blue und das Krohe Home Red System. Oder von italienischen Herstellern, von Gessi, gibt es auch ähnliche Systeme wie die, die wir hier hinter uns haben. Da könnt ihr schon mal unseren Kanal kostenfrei abonnieren über das Gutsmann Küchenlogo, denn dieses System von Gessi werden wir euch auch noch in einem der nächsten Videos mit präsentieren. Also dort schon mal abonnieren und Glocke setzen, dass ihr dieses Video nicht verpasst. Schauen wir uns an, was wir hier vom Cooker haben. Wir haben hier die Armatur Flex bei uns eingebaut. Das heißt, wir haben eine Rundbogenarmatur mit Schlauch. Die ist Volledelstahl. Das Ganze bekommt ihr auch noch in verschiedenen Dekorvarianten. Da gehen wir dann aber auch in einem separaten Video drauf ein, was es dann alles gibt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, hier zwischen verschiedenen Armaturdesigns auszuwählen. Das Ganze ist bei uns kombiniert mit dem Pro 3. Das heißt, ihr habt ein Kochendwasserreservoir mit 3 Litern und das Ganze ergänzt, wie schon angesprochen, mit dem Cube und dem passenden Filter dazu, wo ihr das Wasser gekühlt, gefiltert und gesprudelt bekommt. Ergänzend beim Cooker sei noch gesagt, dass wenn ihr zu Hause nur einen Kaltwasseranschluss habt, entscheidet ihr euch nicht für das Pro 3 System, sondern für das Kombisystem. Das heißt, ihr habt dann einen 7 Liter Kochendwasserreservoir und könnt dort an der Stelle, wird noch ein Mischer verbaut und könnt dort dann euer warmes Brauchwasser mit draus gewinnen. Ja, und dann schauen wir uns hier den Blanco an. Blanco Choice All, ein System, was letztes Jahr, also 2023 im September vorgestellt wurde. Vorher gab es verschiedene einzelne Systeme. Da war es die Blanco Drink Soda und die Blanco Drink Hot. Armatur sah ähnlich aus, Funktionen waren auch ähnlich. Und hier jetzt ein komplettes System, eine Einheit, welches quasi das heiße bis kochende Wasser vereint, mit der Kühlung, dem Sprudel und dem Filter. Unterschied zum Cooker, ihr habt hier natürlich nur eine Armaturversion, die ihr in insgesamt 4 Dekorvarianten bekommt. Also habt ihr jetzt nicht die Auswahl zwischen verschiedenen Armaturdesigns. Da gibt es halt hier jetzt wirklich nur das eine Design, aber halt dann in insgesamt 4 Dekorvarianten. Welche Möglichkeiten im Detail euch bei Blanco zur Verfügung stehen, das schauen wir uns in einem separaten Video an. Und wir gehen jetzt direkt zur Einbausituation von unserem Cooker. Hier sei kurz dazu erwähnt, dass unsere Funktionsküche für die Installation dieser beiden Geräte ursprünglich nicht angedacht war, denn die Küche steht jetzt schon ein paar Jahre und wir haben hier unsere Spülenschränke mit Auszügen umgebaut. Ist nicht die beste Lösung. Ich empfehle euch dort einfach andere Einbausituationen, das dann aber halt wirklich im in der Planung der Küche dann mit angesprochen und ausgewählt. Hier jetzt diese Situation. Wir sehen, wir haben einmal die Pro 3 Einheit, braucht eine
separate Stromzufuhr. Wir haben den Cube, der für die Kühlung zuständig ist, auch eine separate Stromzufuhr. Am Cube haben wir die CO2-Kartusche und separat noch die Filtereinheit, die wir hier an unserem Auszug befestigt haben. Der Pro 3, ein, lässt sich leicht merken, 3 Liter kochend Wasserreservoir, 108 Grad wird das Wasser hier vorgehalten. Am Auslauf haben wir dann die versprochenen 100 Grad. Im System ist noch ein Aktivkohlefilter mit eingebaut und beim Cube die Kühlung und dann CO2. Wie gesagt, wir brauchen hier bei dieser Kombination 2 Stromanschlüsse. Vom Platzbedarf lasst euch nicht täuschen, da das jetzt alles natürlich hier bequem, wir haben hier einen 80 cm breiten Schrank, aufgeteilt ist. Ihr könnt das natürlich auch in kleineren Schränken auch hintereinander bauen. Da gibt es sogar vom Zubehörlieferant Naber ein System für Abfall, also für lose Fronten mit integriertem Abfallsystem, wo die beiden Einheiten hintereinander stehen können. Also da hier jetzt nicht ganz irritieren lassen. Was auffällt, wir haben sehr viele Schläuche, dann die einzelnen Kabel. Also das Ganze hier etwas, ja, in dieser Konstellation etwas unübersichtlich. Dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze beim Planco aussieht. Machen wir einen kurzen Tausch. Beim Schrank haben wir wieder unseren 80 cm Schrank mit Auszügen. Aber hier haben wir den Unterschied. Wir haben natürlich auch Schläuche, Kabel. Ich kann jetzt aber hier unseren oberen Auszug mal wegnehmen, weil hier nichts dran verbaut ist. Und dann sehen wir haben hier eine Einheit, sieht aus wie so ein großer Rechner, hat aber auch eine Abluft wie so ein großer Rechner. Und wir haben hier unser Display, wo wir sehen, wie viel Prozent noch unsere Kartusche hat und wie viel Prozent noch unser Filter ist. Und CO2-Kartusche und Filter befindet sich hier. Kann man super leicht wechseln, alles in der Einheit integriert, aufgeräumt und vom Platzbedarf, wie gesagt, wenn ich den Kuger hintereinander baue, ist es vom Platzbedarf ähnlich. Kann im Spülschrank verbaut werden, kann aber auch in einem separaten Unterschrank 30 cm breit neben der Spüle verbaut werden. Seht ihr, Schläuche sind ausreichend da. Unterschied, wir brauchen hier nur eine Stromzufuhr. Jetzt hatte ich ja gerade erwähnt, dass wir hier die Einstellung bzw. den Status haben in Prozent angezeigt. Beim Cube bekommen wir das natürlich auch angezeigt, aber allerdings nie in Prozentzahl, sondern in einem Balkendiagramm. Und über die Striche hier können wir dann natürlich auch das System auf uns konfigurieren. Wir können es einstellen, dazu aber später mehr. Ja, kommen wir zur Funktion. Also wir haben einmal beim Kuger die ganz klassische Funktion vom Brauchwasser. Das heißt, wir haben ganz normal kühles und warmes Wasser, so wie es jeder kennt. Das Ganze, wie schon gesagt, mit dem Schlauch. Und dann haben wir hier unsere 3 Funktionen und die stellen wir hier über diesen geriffelten Ring ein. Tasse für kochendes oder ja, für kochendes Wasser haben wir schon dastehen. Dann nehmen wir uns nochmal 2 Gläser für gekühltes, gefiltertes Wasser und für gekühltes, gefiltertes, gesprudeltes Wasser. So, und dann für das gekühlte Wasser einmal runterdrücken, dann leuchtet die LED blau und es kommt das gekühlte und gefilterte Wasser. Dann, wenn wir das Ganze schnell bedienen, blinkt die blaue Leuchte und wir haben hier das gekühlte, gefilterte, gesprudelte Wasser. Jetzt bin ich ein bisschen nass geworden an der Hand. Und dann haben wir noch die Sicherheitsfunktion, das heißt, wir müssen zweimal runter drücken diesen Ring, damit wir dann das kochende Wasser bekommen. Und dann leuchtet das Ganze rot. Jetzt haben wir hier unser kochendes Wasser in der Tasse logischerweise und wir haben die Möglichkeit natürlich, indem wir das Ganze manuell einstellen, natürlich die entsprechende Gefäßgröße festzulegen. Wir können bei den Wasser, bei den gekühlten Sachen halt einfach eine Karaffe drunter halten. Hier beim kochenden Wasser können wir natürlich auch mit einem großen Topf oder der Teekanne arbeiten. Ja, wie sieht das Ganze jetzt bei unserem Planco-System aus? Wir haben hier natürlich auch das Brauchwasser
kalt und warm. Wir haben statt einem Auszug, das hatte ich nämlich noch gar nicht erwähnt, haben wir die Feder, die mit dem Magnet hier gehalten wird. Und ich kann hier noch umstellen auf Brause. Das zum Thema Brauchwasser. Und dann haben wir hier den Auslauf separiert für die Trinkwassergeschichten. Und hier haben wir jetzt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, denn wir können hier an der Armatur einmal einstellen, dass wir das gefilterte, gekühlte Wasser haben wollen, und über den Ring können wir auch die Menge einstellen, ob unser Florian das System richtig kalibriert hat, denn bei der Erstinstallation wird das System auf 500 ml kalibriert. Und siehe da, das System arbeitet genau. So, wir gehen jetzt aber trotzdem einfach mal auf die 200 ml. Jetzt haben wir Medium, denn wir können jetzt verschiedene Kohlensäurestufen einstellen. Was auffällt, der Wasserstrahl ist deutlich sauberer, würde ich jetzt mal behaupten, oder schwächer. Also spritzt nicht so sehr. Jetzt haben wir hier die Medium-Variante. Da haben wir das Hellblau und dann drehen wir noch eins weiter. Da haben wir Dunkelblau. Da haben wir jetzt einen höheren CO2-Gehalt. Also sprich mehr Sprudel. Sieht man auch direkt den Unterschied. Ja, und woher weiß jetzt die Armatur, welchen Sprudelgehalt wir haben? Zum einen können wir es über das Menü einstellen im System oder die Plango Unit App haben wir heruntergeladen, und hier könnt ihr einstellen, wie gesagt, die Temperaturen für kalt und warm. Dann Wasserhärte ist natürlich ganz wichtig, und ihr könnt den CO2-Gehalt einstellen. Wir haben jetzt für Classic 100% und für Medium 60%. Näheres dann in der Einzelvorstellung. Und was haben wir jetzt noch nicht getestet? Wir müssen natürlich noch auch das warm bzw. das heiß kochende Wasser rausholen. Und da haben wir genauso hier eine Sicherheitsfunktion. Das heißt, wir drücken den Außenring und drehen den zweimal. Dann leuchtet das Ganze rot auf. Und dann gehen wir hier und können hier unser kochendes Wasser rausholen. Wie gesagt, dampft wunderbar. Ja, und wenn man das jetzt einfach mal vergleichen, sehen wir, dass wir hier bei der Plango einfach mehr Einstellungen haben, mehr Funktionen. Ihr könnt hier das Ganze auf euch individualisieren. Apropos individualisieren, ihr habt hier auch noch 4 Modi, die ihr abspeichern könnt. Also wenn ihr zum Beispiel 4 Personen im Haushalt seid, könnt ihr hier für alle 4 Personen die einfachen Trinkverhalten abspeichern. Ja, und was kostet jetzt das Ganze? Wir sind bei unserem Kuckersystem bei UVP rund 2.800 Euro und beim Plango-System UVP sind wir bei rund 5.000 Euro. Bei den UVP-Preisen wisst ihr ja, dass das bei dem Händler eures Vertrauens Abweichung geben kann, und das Ganze kann natürlich auch abweichen, indem ihr das Ganze unterschiedlich ausstattet. Ihr bekommt ja noch beim Kuker unter anderem die Möglichkeit eines Seifenspenders oder wie gesagt andere Armatur, anderes Wasserreservoir, und bei Plango ähnliches, gibt es noch einiges an Zubehör. Dann, wie gesagt, kriegt ihr auch hier passend die Spüle dazu oder halt auch das passende Abfallsystem, dass ihr hier komplett eine Einheit habt für einen 60 cm breiten Spülenschrank, und natürlich auch hier Seifenspender etc. sorgen natürlich dann für Preisabweichungen. Ja, und wenn euch die Kosten so einer Kochendwasserarmatur zu hoch sind und ihr trotzdem nicht darauf verzichten wollt, schnell warmes, heißes Wasser zur Verfügung zu haben, habt ihr hier mit dem Hot 7 von Caso eine kostengünstige Alternative. Klar, ist ein Standgerät, aber ihr habt hier die Möglichkeit auch die Temperatur einzustellen, die Wassermenge einzustellen, und habt hier hinten ein 2,7 Liter Wassertank, einen Wassertank zur Verfügung, und könnt hier dann innerhalb von 7 Sekunden euer warmes bzw. kochendes Wasser ziehen. Gern dürft ihr in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr mit dem Kuker oder dem Plango schon gemacht habt. Und
dann findet ihr über den Link weitere informative Technikvideos und Vergleichsvideos. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.